Hier ist wieder der Testmittel von YouTube und heute stellt euch einen fernsteuerbaren 1969 Ford Mustang Boss 302 vor. Den fernsteuerbaren 1969 Ford Mustang Boss 302 könntet ihr auf Amazon bestellen. Dieser kostet rund 33 Euro. Wer sich den hier nochmal anschauen möchte, der Link dazu steht im Text und im Video. Und so bekommt ihr den 1969 Ford Mustang Boss 302 geliefert. Das wäre dann die Verpackung. Hier seht ihr das Auto schon mal, plus die Fernsteuerung. Und auf der Rückseite gibt es noch ein paar bunte Bildchen. Und dann wollen wir das Auto doch jetzt mal auspacken. Und das war dann schönes der Verpackung. Hier machen wir das Auto, die Fernsteuerung. Das ist nachher für die Antenne vom Auto, ein Satz Batterien und eine Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitung erklärt eigentlich nur, wie man die Batterien einlegt. Hier gibt es dann verschiedene Sender, also man kann auch mehrere Autos betreiben. Die Fernsteuerung und dann nochmal die Ausrichtung vom Auto selber. Das sind die Batterien. Ich benutze nachher ein paar andere. Hier mal schon mal diese, das ist quasi jetzt, hier kommt die Antenne rein, weil ihr seht ja, die ist total wabbelig. Die wird dann einfach hier durchgesteckt. Wo haben wir es? Zack. Damit die nachher schön in die Höhe steht. So, wenn die hier oben rausguckt, dann kann man die nämlich hier oben greifen. Und dann könnt ihr diese hier durchziehen und reinstecken. So schaut das dann aus. Die Fernsteuerung hätten wir einmal hier. Kein, ich sag mal, Knopf zum Drehen oder so. Das ist so ein Lenkrad-Design. Muscle Machines. Ja, vorwärts, rückwärts, links, rechts. Verarbeitung ist okay, da gibt es jetzt gar nichts zu bemängeln. Ist aber so, wenn man es in der Hand hat, dann merkt man es, ein bisschen günstigeres Plastik. Hier seht ihr An- und Ausschalter. Nichts zum Aufschrauben, Batteriefach wird einfach so geöffnet. Hier kommt zweimal AA-Batterien dann rein. Dann hätten wir einmal das Auto noch. Auch hier wieder vom Außen her top, aber wenn man es so anfasst, ich habe einen schönen Vergleich mit einem Auto von Dickietoys. Das ist hochwertig. Okay, der kostet fast 70 Euro. Aber man spürt das schon, wenn man beide dann in der Hand hat. Ja. Nichtsdestotrotz sieht klasse aus. Hier Flammdesign. Das ist, ist das ein Aufkleber? Nee, es könnte auch drauf gedruckt sein. Oder wie die es auch immer machen. So schaut es auf jeden Fall aus. Dann haben wir hier noch die Felgen, die Reifen lassen sich so ein bisschen reindrücken. Ihr seht das schon, vorne schmäler als dann hinten. Wenn wir schon bei der Unterseite sind, auch hier wieder für verschiedene Autos dann her steuern zu können. Ausrichtung nachher für die Achse. Batteriefach wird runtergedrückt. Ja, genau, fall nur weg. Und dann haben wir hier dreimal AA-Batterien. Ja, linke Seite, das ist die Ansicht von vorne, gefällt mir auch sehr gut. Und hier der fette Motor, auch sehr schön gemacht. Spiegelt auch das Ganze, seht ihr? Da bin ich. Hallo. Ja, Ansicht von oben. Hier nochmal die Felgen. Und dann von hinten. Beide sind auf A eingestellt. Dann hätten wir hier einmal vorwärts, rückwärts und dann noch die verschiedenen Richtungen. Das Ganze natürlich dann noch mit Licht, aber leider dann nur vorne. Aber es sieht schon richtig
schick aus. Ich zeige es nochmal von hinten. So, da ist leider dann nichts beleuchtet. So, dann düsen wir noch eine Runde rum. Bis da unten hin, ich denke mal so 25 Meter dürften es sein. Hier haben wir jetzt die Fernsteuerung und los geht die Fahrt. So, gucken wir mal die Reichweite hinbekommen. Da die Lenkung ist ein bisschen verstellt. Fährt nicht geradeaus, wenn ich geradeaus drücke. Oder? Na. Jetzt aber. So, da kommt er wieder. Sieht man schön die Beleuchtung. Obwohl, der ist recht flott unterwegs. Jawohl. Ja, dem ist halt ein bisschen zu glatt hier eigentlich. Deswegen drehen die Reifen noch so ein bisschen durch. Hui, der war aber knapp. Aber ansonsten, ja, lässt sich gut lenken, Reichweite ist auch ordentlich, Geschwindigkeit auch gut, einmal rückwärts noch und wieder vorwärts. Jo, alles prima. Jetzt habe ich euch den Ford Mustang auch mal kurz vorgestellt. Abschließend, dass Sie sagen, also es ist eigentlich mehr ein Auto für uns Regal zu stellen, weil der halt von der Optik her richtig klasse ausschaut. Das ist meine persönliche Meinung. Verarbeitung war okay gewesen. Reichweite 20 Meter, jo, ist auch nicht verkehrt. Geschwindigkeit, es gibt schnellere, es gibt aber auch langsamere. Lenkung war auch ja, ordentlich. Also im Großen und Ganzen, wenn man Fan von sowas ist, kann man da eigentlich nichts falsch machen. Das war wieder der Testmittel von YouTube. Sagt man tschüss, bis zum nächsten Mal.